Schau dir den Himmel an. Es ist unglaublich. Ich weiß nicht, ich friere schon irgendwie immer und das sind immer als erstes die Füße. Ja, das ist ganz typisch bei Frauen. Da brauchst du keine Gedanken drum machen. Wir könnten auch jetzt da, gell, da reingehen. Weil die Leiter hält, wird vielleicht nicht so schlecht ausschauen. Das Eis hält auch. Aber dass man einfach nicht mehr zu zittern aufhört. Man ist so machtlos, gell? Ich bin Sandra. Seit ich denken kann, friert's mich im Winter. Ich gelte als die ewige Frostbeule. Ich habe eine Challenge angenommen. Ich fahre nach Tirol und treffe drei Experten, die sich echt mit der Kälte auskennen. Ich will einfach mal wissen, was ich wirklich aushalten kann. In der Kälte stehen, im Eis baden, im Schnee übernachten. Als erstes treffe ich Gerhard, der den ganzen Winter in der Kälte arbeitet. Hast du da so irgendwie so bestimmte Punkte am Körper, wo du sagst, da wird es mir sofort kalt? Ja, das sind die Füße zum Beispiel. Das ist ganz wichtig. Und einfach immer ein bisschen mit den Zehen spielen. Schauen, ob alle 10 Zehen noch da sind. Ja. Ich merke es auch so ein bisschen. Ja, ja. Nein, wie gesagt, das wird man gewöhnt. Also die Kälte. Das ist eine Einstellungssache, ist das natürlich auch. Ja. Und ist es besonders hart, wenn du sagst, das ist jetzt viel Schnee oder das ist der Wind? Oder was macht denn deinen Winter besonders kalt? Der Wind. Wind, natürlich. Wind. Wind macht das ganze Feeling, das ganze Wohlbefinden. Wind kühlt dich total aus. Wind ist das extremste. Sturm, wenn die Schneeflocken dann waagrecht kommen, das ist das Extremste, was es gibt. Okay, der Wind ist der Feind. Aber jetzt soll es ernst werden. Ich treffe mich jetzt mit Josef. Er ist Rekordeisschwimmer. Ob Josef mich überzeugen kann, im 1 Grad kalten Tristacher See zu schwimmen? Ich habe 3600 Leute so jetzt ins kalte Wasser gebracht und da war jeder unterschiedlich. Und ich sage es jedem, du gehst jetzt nicht her, dass du irgendwem was beweist. Du gehst mit deinem Körper da rein, damit du ihn auch besser kennenlernst. Wir treffen uns um 6 Uhr morgens. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Ich habe ziemlich Schiss. Immer darauf achten, dass du halt in die Bauchdecke atmest. Und wenn du noch den nächsten Schritt merkst, jetzt beim Reingehen auf die nächste Stufe runter, ich werde jetzt in die Brust atmen müssen, weil es einfach beklemmend ist oder weil er einfach schockähnlich ist, dann bleib auf der oberen Leiter stehen und warte noch ein bisschen. Du hast 5 Mal locker in den Bauch atmen. Und dann steigst du die nächste Stufe runter. Was sagst du zu deiner Badebucht? Ja, voll, gell? Jetzt haben wir dann, ich gehe dann da vor ein bisschen. Da sind nur so große Eisplatten. Aber kann man da auf der Seite jetzt reingehen? Ja, ich hab's jetzt schon frei gemacht. Ja. Jetzt machen wir den ersten Schritt ins Wasser. Super, in den Bauch atmen. Ganz tief. Gut bleiben. Du machst es jetzt super. Wir haben es auch gleich geschafft. Jetzt warst du schon fast. Über dem Bauch warst du schon drin. Haben wir eigentlich schon fast geschafft. Super, machst du das gut. Gut bleiben. Ganz tief atmen. Super, du bist drin. Jawohl, jetzt sagt das Gehirn, du möchtest am liebsten rausflüchten, gell? Weil der Körper sich nicht angepasst hat. Das ist das, wo ich zuerst gesagt habe, die Haut braucht ein bisschen, um sich anzupassen. Aber es ist schon extrem kalt. So, jetzt wollen wir noch ein Stückchen schwimmen, oder? Ja, es ist wirklich kalt, gell? Super, super machst du das. Wir zittern uns warm. Es war wirklich schockartig und gewöhnungsbedürftig. Aber
Danach fühlt es sich großartig an. Am nächsten Tag die Lienza Dolomiten und die nächste Herausforderung. Übernachten in einer Schneehöhle. Keine Ahnung, wie das ohne Frieren gehen soll. Ich treffe Magdalena. Sie ist Meteorologin und Bergführerin. Das, was wir jetzt machen, also Panzerknacker, Notbiwak, das ist wirklich so, das kann einmal Leben retten. Wenn ich jetzt merke, ich finde nicht mehr heim, ich bin irgendwo im dichten Wald, ich komme nicht mehr vor, nicht mehr zurück, der Schnee ist zu tief, ich habe mich im Nebel verirrt. Das lässt sich wirklich immer bauen, ohne Werkzeug. Also Werkzeug, ja, man braucht schon ein Werkzeug, man braucht eine Schneeschaufel, eine Lawinenschaufel. Aber die hat man als Wintersportler gleich immer dabei. Und um nicht zu erfrieren, reicht auch der Biwaksack, um eine Nacht zu überleben. Angenehm ist es nicht. Und wir haben natürlich heute einen Luxus. Wir haben schon dicke Schlafsäcke mit. Und wenn wir es richtig machen, dass nicht irgendwas runtertropft, oder, dann sollten wir vielleicht sogar gut schlafen. Ja. Was waren so die kältesten Temperaturen, was du am Berg einmal erlebt hast? Knapp unter minus 20. Minus 20, ja. Also schon knapp unter minus, also es hat in der Früh auch oft bei uns minus 20 jetzt. Mhm. Also gerade, das ist nicht so. Aber wenn jetzt, das Problem ist nicht die Temperatur, das Problem ist der Wind dazu. Mhm. Und also mein höchster Berg ist der Aconcagua und da war es schon, nee, da wird schon ein Stück, war. Wir haben jetzt Glück gehabt, dass wir nicht viel Wind gehabt haben. Ja. Aber der Berg ist dann hart, wenn es eben kalt ist und der Winter zukommt. Und da hast du schon so minus 25 Lufttemperatur oder ein bisschen kälter. Und mit dem Winter bei ist, dann hast du gleich die Gefahr von Erfrierungen. Mir kommt sowieso vor, dass ja auch die Luft generell am Berg viel kälter ist, oder? Also, oder bildet man sich das irgendwie ein, oder ist es der Wind? Minus 25 sind minus 25, ja. Und minus 10 sind minus 10. Der Wind macht es aus. Mhm. Lena, ich glaube, jetzt muss ich aufs Klo. Du Arme. Zwischendurch war es schon ein bisschen kalt. Bei den Zehen habe ich so gespürt, mir kommt vor, wenn ich bei der Isomatte so ein bisschen zu weit draußen war, zwischendurch. Ich bin in meinem Schlafsack dann so runtergerutscht. Aber im Großen und Ganzen war es echt richtig warm da drin. Ich habe oft nicht gewusst, wie weit ich rein soll, weil der Reißverschluss da halt über meinem Kopf war.
Und dann wusste ich oft nicht, ob ich mehr oder weniger Luft haben mag. Dann war es so kalt irgendwie im Gesicht und dann war ich aber drinnen, dann war es zu warm. Aber schlafen habe ich trotzdem. War gut. War interessant. Im eigenen Haus zu schlafen. Ist schon cool, was das aushaltet. Das ist das Ende meiner Reise. Ich bin glücklich. Ich muss sagen, wenn man seine Komfortzone überwindet, ist die Kälte oft gar nicht mehr so schlimm. Es ist halt wie so vieles im Leben. Mit der richtigen Einstellung und der Vorbereitung geht's halt leichter. Das Frieren hat sich für mich sogar ein bisschen nach Freiheit angefühlt. Aber jetzt freue ich mich auf eine warme Decke und eine Wärmflasche.